Hallo, willkommen bei Janni spielt. Wie angekündigt nochmal 60 Seconds mit deutscher Unterstützung. Vielen Dank an Webfischi für den Tipp. Ich werde das jetzt mal ausprobieren. Also nicht, dass das jetzt irgendwas an meinem Spielstil ändern würde. Ich werde wahrscheinlich trotzdem kläglich verhungern und verdursten, aber ich probiere es. Ich denke, ich probiere nochmal das. Geht ja schnell. Kleiner Junge, okay, also das hätte man dann auch Englisch lassen können. Man sieht, es ist jetzt alles auf Deutsch, auch die Texte. Das ist ziemlich cool. Wo ist das Radio? Ah, Insektenvernichtungsmittel sollen wir mitnehmen. Erstmal gucken. Ich warte auf das, damit ich anfangen kann einzusammeln. Rotkreuzkasten ist bestimmt gut. Schachspiel auch. Gewehr. Och jo, nehme ich halt das Wasser. Lauf. Kind. Rein. Frau, die war hier. Ja, ich. Und natürlich was zu essen wäre auch nicht schlecht. Ich nehme noch gar nichts. Okay, vergessen wir die Tochter. Nur ein Wasser und kein Insektenvernichtungsmittel. Wow. Yeah. Okay. Schade. So schön wäre es gewesen. Ich mache dann vielleicht auch lieber das Überlebensdingens. Dann hat schon jemand gesammelt für mich. Traurig. Ich bin umgekommen. Na, sag bloß. Also überleben. Und leicht. Ich bleib bei leicht. Es ist gerade schwer genug. Tag 1. Ich weiß gar nicht, warum man da Kreuzchen auf die Karte machen kann. Aber ich mach's mal dahin. Hat der jemand super toll gesammelt im Gegensatz zu mir, aber kein Gewehr. Und keinen Koffer, wie ich das sehe. Na ja, mal schauen. Wir haben es alle gerade noch rechtzeitig in den Bunker geschafft. Das war wirklich knapp. Solange wir alle beieinander sind, können wir hier unten überleben. Wir haben mal gehört, dass Tomatensuppe gesund sein soll. Unsere Regale sind voller Dosen. Wir essen aus Dosen, wir schlafen auf Dosen, wir sprechen sogar mit Dosen. Einer von uns hat es sogar schon gemacht. Eine Menge Wasser bedeutet, dass wir uns nicht darum, nicht zu schnell Sorgen machen müssen. Das ist der am besten ausgerüstete Bunker, den wir je gesehen haben. Ja, das geht mir auch so. Wir haben noch nie einen anderen gesehen, aber wir sind uns sicher, dass wir eine gute Menge Gegenstände haben. Heute kriegen sie nichts zu essen. Also, ich einfach weiter. Es ist schwierig, unsere Laune in dieser Situation aufrechtzuerhalten. Wir hoffen, dass dieser Mist bald vorüber ist. Sonst enden wir eventuell an einem Ort, der viel schlimmer ist als unser gemütlicher Bunker. Ja. Könnte passieren, vor allem mit mir als Leader. Der Bart wächst. Der Hunger auch. In so einem kleinen Bunker festzusitzen, würde jeden ein wenig abstumpfen. Wir müssen ruhig bleiben und auf Hilfe warten. Sie kommen ganz bestimmt, nicht wahr? Es ist beeindruckend, wie gut Mary Jane mit dieser Situation klarkommt. Sie sieht heute gut aus. Timmy scheint es gut zu gehen. So gut, wie es in der aktuellen Situation eben geht. Das Leben ist momentan für jeden von uns schwer, aber Dolores hat heute gute Laune. Hoffen wir mal, dass das so bleibt. Es gibt nichts über Ted zu berichten. Nichts Neues jedenfalls. Heute bekommen wir Rationen.
Unsere Nachbarschaft ist immer noch stark radioaktiv. Ausflüge nach draußen sind im Moment ein großes Risiko für unsere Gesundheit. Aber ich werde trotzdem jemanden rausschicken. Es ist ziemlich komisch, wenn du das Gefühl hast, dass dich etwas beobachtet. Unser Bunker ist winzig, aber das nervt uns schon seit einer Weile. Wir haben alle Schränke überprüft und niemand versteckte sich darin. Haben wir etwas Lebendiges hier unten außer uns? Vielleicht eine Art Nagetier? Wenn dem so ist, müssen wir ihnen zeigen, wer in unserem kleinen Paradies die überlegene Spezies ist. Also, zoomen wir doch mal mit der Axt. Das ist ja was zu essen. Was noch krabbeln kann. Was es auch war, es ist jetzt tot. Ziemlich tot. Vielleicht verstecken sich in den ekligen kleinen Löchern noch mehr. Mary Jane fühlt sich sicher. Wer würde das in so einem Sarg in... Wer würde das in so einem Sarg großen Bunker nicht? Timmy geht es gut. Naja, zumindest war das vor 5 Minuten so. Wenn es irgendetwas über Dolores zu berichten gäbe, würde es hier stehen. Ted geht es gut. Zeit, Vorräte zu rationieren. Heute gibt es nichts. Wir müssen für unsere heutige Expedition eine Wahl treffen. Wer von uns ist fit genug, sich der Einöde zu stellen und zu überleben? Die geht wieder, wie immer zuerst. Und ich denke, sie sollte mit Gasmaske gehen. Vielleicht kann ich ja dann verhindern, dass sie so krank wiederkommt. Tschüss, Dolores. Tag 4. Mary Jane ist nicht besorgt. Oder zumindest sagt sie es nicht laut. Timmy scheint es gut zu gehen. So gut, wie es in der aktuellen Situation eben geht. Dolores hat sich auf den Weg zur Oberfläche gemacht. Hoffen wir mal, dass sie gesund und munter zu uns zurückkehrt. Ausrüstung. An diesem schönen Tag quälen Ted keine neuen Sorgen. Zeit, die Vorräte zu rationieren. Bitteschön, guten Appetit. In der einen Minute war alles in Ordnung und in der zweiten sind wir uns gegenseitig an die Gurgel. Wie ist das passiert? Das ist verrückt. Wir sollten uns an Riemen reißen, wenn wir das hier überleben wollen. Lasst uns einfach eine Nacht darüber schlafen. Wir konnten nach dem ganzen Streit kaum schlafen. Hoffen wir, dass das nicht wieder vorkommt. Mary Jane ist nicht besorgt oder zumindest sagt sie es nicht laut. Wie der gute Pfadfinder, der er ist, macht Timmy das Beste aus der momentanen Situation. Er scheint sogar fröhlich zu sein. Ted hat heute nichts zu beklagen, zumindest nicht viel. Keine Vorräte heute. Wir wünschten, wir könnten einfach gehen. Hier unten zu sitzen und kaum etwas tun zu können, macht uns wahnsinnig. Ja, das kann ich verstehen. Sie können doch Schach spielen. Tag 6. Solange wir sicher sind, können wir hier unten bleiben. Es gibt nichts Neues, das Mary Jane plagt. Timmy scheint es gut zu gehen. Ted sagt, dass man sich wegen ihm keine Sorgen machen soll. Das geht ihm gut. Keine Vorräte heute. Wir haben uns immer von Casinos, Spielern und dergleichen ferngehalten. Und als ein Mann an unsere Tür kam und erzählte, dass er ein Spieler sei, waren wir skeptisch. Er lud uns ein, ein Spiel mit ihm zu spielen. Er schlug vor, um 2 Wasserflaschen und in einem Kartenspiel unserer Wahl zu wetten. Ja, leider haben wir kein Kartenspiel. Hat sich also erledigt. Dolores ist wieder da. Sie sieht gar nicht so schlecht aus wie sonst. Spielen ist eine schreckliche Angewohnheit. Was für ein Beispiel soll das unseren Kindern gegenüber darstellen? Wir brauchen Vorräte, aber nicht so. Wir rauben lieber jemanden aus. Wir schickten den Mann weg. Den wären wir los. Wir sind froh, dass Dolores sicher aus der Einöde zurückgekehrt ist. Gasmaske hat sie auch wieder mitgebracht. Nach ein bisschen Aufklärungsarbeit erreichten wir das Rathaus. Die Hälfte stand immer noch, während die andere Hälfte einem gaffenden Loch im Boden glich. Wir sind in die Ruine in der Hoffnung, etwas Brauchbares zu finden. Einer der überlebenden Räume war ein kleiner Wartungsraum. Das Einzige, was es darin gab, war ein Eimer voll Wasser, mit einem Mob darin. Wir haben es geschafft, ein paar Flaschen mit dem Inhalt des Eimers zu füllen. Es sah ein bisschen lustig aus. Wir hoffen nur, dass es nicht nach Seife schmeckt oder etwas Schlimmerem. Yay, 2 Wasser. Jeder muss mal etwas trinken, auch Mary Jane. Haben wir noch etwas Wasser übrig? Alle wollen Wasser. Und das kriegen sie jetzt auch.
Die Kontamination unserer Stadt ist immer noch stark. Unter diesen Bedingungen zu plündern, könnte zu einer Strahlenkrankheit führen. Wir haben immer noch die Gasmaske. Wir wissen sehr wenig über die Ereignisse auf der Oberfläche. Es wäre eine gute Idee, mehr darüber herauszufinden. Vielleicht hat das noch jemand anderes in Sicherheit geschafft. Ein Radio könnte uns dabei helfen. Das ist sehr praktisch, dass wir eins haben. Tag Nummer 8. Wir konnten ein schwaches Signal empfangen und den Regierungsnotfallkundgebungsdienst anzapfen. Und wisst ihr was? Tolle Neuigkeiten. Der Atomstaub draußen ist fast verschwunden. Aha. Es sollte jetzt sicherer sein, über die Oberfläche zu wandern. Mary Jane geht es gut. Timmy sieht nicht so gut aus. Aber es geht ihm trotzdem gut. Dolores geht's auch gut. Und Ted geht's auch gut. Heute gibt's nichts. Und er soll gehen. Nein, sie soll gehen. Und soll mitnehmen die Karte. Hoffen wir mal das Beste. Tag 9. Mary Jane ist nach draußen gegangen. Timmy scheint es gut zu gehen. Dolores hat Hunger. Ted geht's gut. Hast du das gehört? Nein? Weil keiner irgendetwas sagt. Kein Wort. Seit Stunden. Überhaupt keins. Wir können nicht einfach Löcher in die Luft und Wände starren. Wir müssen nicht... Oh, verdammt. Jetzt habe ich vergessen, das Radio anzuklicken. Dann sind noch trübsinniger. Nichts da, um etwas dagegen zu tun. Vielleicht können wir, wenn wir uns ganz fest anstrengen, die Nachbarn in ihrem Bunker hören. Timmy ist müde. Dolores hat nichts zu sagen. Ted ist müde. Gibt's heute was? Genau. Es ist anstrengend, hier unten zu sein. Hier zu leben. Wir müssen das Beste daraus machen. Sonst finden wir uns eventuell noch in noch größeren Schwierigkeiten wieder. Tag 10. Na, oh, 11. Sorry. Die Zeit vergeht aber auch wie im Flug. Wir versuchen unser Bestes, gelassen zu bleiben. Die Situation, in der wir uns befinden, ist fernab von normal. Und wir gewöhnen uns vielleicht nie daran. Wir hoffen, die Hilfe kommt bald. Wie der Kunde, Timmy geht's gut. Dolores auch. Ted auch. Heute gibt's nichts. Wir könnten weiterhin auf unserem Hintern in diesem winzig kleinen Bunker verbringen oder wir können anfangen, darüber nachzudenken, so weit wie möglich aus dieser radioaktiven Wüste zu verschwinden. Wer hätte gedacht, dass die Kommunisten so eine schöne Nachbarschaft zerstören würden? Wir könnten es selbst machen, den Fluchtteil, nicht der Teil mit dem Rennen, natürlich. Allerdings könnte es dort draußen jemanden geben, der uns helfen könnte. Lasst uns Augen und Ohren offen halten. Einmal Radio hören, bitte. Yay. Ich höre was. Wir haben Kontakt. Die Bundeswehr ist draußen unterwegs und sie kommen, um uns zu retten. Alles, was sie jetzt tun sollen, ist geduldig zu warten. Der Soldat mit der langweiligen Stimme war darüber sehr konkret. Hilfe ist unterwegs. Wir sollen auf weitere Anweisungen warten und unser Radio betriebsfähig halten. Timmy sieht nicht gut aus, aber es geht ihm gut. Dolores, Ted geht's auch gut. Keine Beschwerden soweit. Okay, wir haben uns gerade daran erinnert, dass wir in 2 Monaten eine Reise in den Süden geplant hatten. Wenn es ihn immer noch gibt, gehen wir hin, oder? Wir sind uns ziemlich sicher, dass sie keine warmen Gebiete bombardieren. Ja, das wird doch gar keinen Sinn machen. Irgendwie so. Tag 13. Lassen wir diese ganzen Fragen für den Moment am besten einfach mal fragen. Ach so, Fragen sein. Trotz der schrecklichen Umstände und den ganzen Problemen, die wir durchstehen müssen, bleibt Timmy sehr tapfer. Dolores okay, Ted okay. Heute gibt's was zu essen? Nein. Was ist das für ein Geräusch? Oh nein, etwas oder jemand ist unter uns. Ist nur vernünftig, hinunterzugehen und nachzusehen. Wie wäre es, wenn wir den Gulli in der Ecke dafür benutzen? Ich glaube, die Axt ist besser als die Taschenlampe. Wer weiß, was das ist? Mutierte Kakerlaken oder so.
Als wir nach unten gingen, klopfte uns das Herz bis zum Hals. Aber nichts ist passiert. Der kleine Durchgang war versperrt. Die Geräusche verschwanden nach einer Weile wieder. Hoffentlich bleibt es so. Timmy geht's gut, Dolores ist auch okay. Ted auch. Alles gut. Essen geht langsam aus. Spiel ein Spiel, haben sie gesagt. Es wird lustig werden, haben sie gesagt. Sie haben nie erwähnt, dass es so schwer werden würde, eines auszuwählen. Wir haben doch nur ein Schachspiel. Spielt doch mal. Meine Güte, Spaß bremsen. Hey, Mary Jane ist wieder da. Ich sehe was du nicht siehst. Und es machte in den ersten 3 Minuten ziemlich viel Spaß. Danach langweilte sich jeder über den Buchstaben W. Nichts macht uns glücklicher, als Mary Jane von der Einöde in den Bunker zurückkehren zu sehen. Karte hat es auch wieder mitgebracht. Verbrannte Wand, verbranntes Gebäude. Örtliches Museum, ja, ganz toll. Hey. Wasserflaschen. 2 Essen. Ja, in der Kantine gab es auch nur Tomatensuppe. Gemälde, was ist das denn? Ah, Munition. Die haben kein Gewehr, das ist aber doof. Mary Jane ist hungrig und müde. Timmy geht's gut. Dolores geht's gut. Ted hat ausgeschlafen. Tja, bleibt nur noch einer übrig. Erstmal. Ja, es hat jemand angerufen. Wie soll jemand anrufen können? Haben Informationen ausgetauscht mit einem Nachbarn. Irgendwas ist passiert auf der anderen Seite. Sie wissen aber nicht was. Mary Jane ist hungrig. Ted geht's gut. Timmy geht's gut. Ted ist doch gar nicht da. Oder ist er noch da? Alles gut. 17. Weit voraus zu planen ist manchmal eine gute Vorgehensweise, aber im Moment sollten wir uns mehr dafür interessieren, unsere Wasservorräte zu rationieren. Mary Janes Diät könnte etwas Essen vertragen. Timmy geht's gut, Dolores geht's gut, Ted geht's gut. Und Ted sollte jetzt rausgehen. Ja. Durch die Landkarte. Damit er weiß, wo er hingeht. Vielleicht hilft ihm das ja, Wasser zu finden. Wer weiß, oder Essen. Mary Jane ist hungrig. Timmy geht's gut. Blabla, Ted ist draußen. Sie kriegt nichts. Wer auch immer diesen Bunker entworfen hat, war ein Genie. Aber wir können nicht mit Sicherheit sagen, dass das grüne Zeug, das da aus den Rohren tropft, ein gewolltes Feature war. Wir sollten eventuell versuchen, etwas dagegen, mit was auch immer, zu tun. Ich glaube, die brauchen wir für was anderes nicht mehr. Deswegen nehme ich mal die Gasmaske. Um das Loch zu stopfen oder so. Also, hoffe ich mal. Ha, Problem gelöst. Keine Tropfen, keine Sauerei. Jetzt ist es wieder unser sauberer kleiner Bunker. Es ist besser, wenn die Dinge ruhig sind. Glücklicherweise ist Mary Jane heute nichts widerfahren. Timmy gut, Dolores gut, alle gut. Nein. Als wir heute Morgen die Bunkertür öffneten, um etwas frische radioaktive Luft hereinzulassen, entdeckten wir einen kleinen Koffer auf unserer Türschwelle. Es lag keine Notiz dabei und die Nachbarschaft schien unbewohnt. Aber natürlich werfen wir einen Blick rein. Könnte ja ein Geschenk sein. Oh. Dolores geht's, glaube ich, gar nicht so gut. Es war eine unschuldig aussehende Wasserflasche, also nahmen wir einen Schluck. Wir dachten, wir hätten Glück, aber das war eine Lüge. Entweder war das Wasser verstrahlt oder es war eine Art biologische Waffe. Es macht uns alle ziemlich krank. Alle haben Durst. Ja, ja. Bitteschön.
Wir hatten etwas Ersatzmunition, aber jetzt ist sie verschwunden. Wir wissen nicht, wie oder wann. Jemand muss sie verlegt haben. Wir müssen sie finden, und zwar bald. Wir haben doch gar kein Gewehr. Wo ist das Problem? Wer braucht denn Munition ohne Gewehr? Mary Jane ist immer noch hungrig. Gut, gut. Ja, was war mit dem Patronen? Essen ist alle. Putzt eure Schuhe und setzt die Fahne auf Halbmast. Die Armee ist wieder im Radio. Sie sagen, dass wir unsere Taschenlampe bereithalten sollen, um einem Flugzeug ein Signal zu geben. Es wird am späten Abend über unser Gebiet fliegen. Wenn sie unser Licht sehen, wissen sie, wo sie uns suchen müssen. Okay. Kann ja nicht schaden, mit der Taschenlampe zu wedeln. Yay, Ted ist wieder da. Und das sieht gesund aus. Alles lief wie geplant, aber dann ging die Taschenlampe nicht mehr toll. Glücklicherweise konnten wir sie gerade rechtzeitig reparieren, als wir in der Ferne das Röhren der Flugzeugmotoren hören konnten. Wir sind uns sicher, dass der Pilot uns gesehen hat. Mal sehen, ob sie zu uns zurückkommen. Ted ist sicher von seiner Reise an die Oberfläche zurückgekehrt. Die Regierung wirft Versorgungsgüter über die Überlebenden. Versorgungsgüter. Ja, es wurde schon viel eingesammelt. Es regnet Suppe. Hey, Suppe, Wasser. Oh, er hat die Karte verloren. Das ist doof. Dolores ist geheilt, allen geht's gut. Und deswegen kriegen sie jetzt auch alle noch mal was zu essen und zu trinken. Es ist anstrengend, hier unten zu sein. Hier zu leben. Wir müssen das Beste daraus machen. Hm, hatten wir schon mal. Tag 23. Bestimmt kommt heute die Rettung. Wir versuchen unser Bestes, gelassen zu bleiben. Die Situation, in der wir uns befinden, ist fernab von normal und wir gewöhnen uns vielleicht nie daran. Okay. Kriegen nichts. Heute ist ein guter Tag, um nach draußen zu gehen. Du gehst nach draußen. Ich kenne Koffer. Nee, kein Koffer. Und dann... soll sie mal die Pfadfinder-Tipps mitnehmen, vielleicht. Hilft ihr das, ein Tier zu fangen oder so? Wer weiß. Habe ich noch nie gemacht. Allen geht's gut. Futter. Wir bewunderten die radioaktive Landschaft, als wir eine junge Frau in einem zerlumpten Tarnanzug sahen. Sie hatte ein gemein aussehendes Gewehr, aber wir begrüßten uns höflich genug. Sie behauptete, eine Jägerin zu sein. Ja, kriegt die Munition, wir haben ja kein Gewehr. Kein Problem. Tag 25. Mary Jane sieht ziemlich mitgenommen aus, muss ich sagen. Sie hätte uns verletzen können, aber das tat sie nicht. Das ist etwas wert. Darum belohnten wir sie mit unserer Ersatzmunition. Mal sehen, ob sie ihr Wort hält. Nick Neuss, allen geht's gut. Essen ist schon wieder leer. Oh. Eine Gruppe Doktoren hat heute an unserer Tür geklopft und fragte nach ein paar Vorräten, mit denen sie ihre Ersatzhilfskästen auffüllen können. Meine Güte. Wir dachten zu Anfang nicht, dass sie echt sind. Sie hatten Laborkittel. Sollen wir ihnen helfen? Nein. Können kein Wasser erübrigen. Sorry, Leute. Sucht euch euer eigenes. Was sind das für Schwindler? Sie sind nicht mal richtige Ärzte. Auf keinen Fall geben wir diesen Gaunern irgendetwas. Alles gut. Heute gibt's nichts. Hey, Timmy hatte Geburtstag. Hey, genau, er kriegt ein Schachspiel. Schachspiel. Endlich Verwendung dafür. Dolores ist wieder da. Gut. Damespiel. Das ist ein Schachspiel. Ja, Timmy hat Spaß daran. Das ist schön. Das Buch hat sie wieder mitgebracht. Örtlicher Supermarkt. Räuberbande. Bäh. Okay, Dolores hat von denen gestohlen. Kein Räuber war da. Jetzt haben wir ein Gewehr, aber keine Munition mehr. Das ist ja toll. Und die Karte haben wir wieder. Tja.
die letzten Wasserreserven. Ich habe den Text nicht gelesen. Was war das? Warum ist die Tür gegangen? Es ist wahr, es ist alles wahr. Es gibt wirklich noch mehr, die wie wir sind. Wir kamen zu den Treffen unbewaffnet und pünktlich und wurden von einer freundlich aussehenden Gruppe Überlebender begrüßt. Sie wird von einem Zwillingspaar geführt, einem Bruder und einer Schwester, die recht freundlich aussahen. Sie fragten ein paar Fragen, baba, baba. Allen geht's gut. Ja, schade. Ted muss überleben. Der Müllermeer wird durch die leeren Suppendosen immer voller. Und dieser Eimer, dessen Name nicht genannt werden darf, überfüllt sie langsam. Beide ziehen wilde, seltsame, glühende Insekten an. Ich mach mal das, weil das Insektenspray ich sehen beim letzten Mal nicht gut bekommen. Irgendwie hatte das negative Folgen. Kranke Leute wohl keiner. Das war knapp. Ein Nest dieser leuchtenden Käfer wäre mehr als genug gewesen, um uns in die Einöde zu jagen. Kakerlaken sind schrecklich, aber radioaktive Kakerlaken, Git. Allen geht's gut. Alles ist leer. Tja. Was soll mit nach draußen? Die Karte. Ja, so langsam könnte ja aber mal Rettung kommen. Tag 30. Mary Jane ist nach draußen gegangen. Baba. Alle haben Durst. Hunger. Nichts mehr da. Kann ich auch nichts verteilen. Sie halluzinieren schon. Tag am See und so. Oh je. Dolores ist von uns gegangen. Hat gegen den Hunger gekämpft. Alle müssen essen. Der Magen knurrt. Wir haben nichts mehr. Wir haben heute Morgen eine weitere Übertragung der Bundeswehr erhalten. Wir wünschten uns, dass es das Ende im Bunker sein würde, aber es schien, als habe das Militär andere Pläne. Alle Überlebenden werden aufgefordert, zum nahegelegenen Park zu gehen und so viele Bäume wie möglich zu fällen, um den Evakuierungseinsatz zu helfen, was auch immer das bedeuten mag. Wir könnten auch daran teilnehmen und das ganze Vorhaben ein wenig beschleunigen. Naja, haut rein. Wer jetzt noch Kraft hat, Holz zu fällen, bitteschön. Tut, was ihr wollt. Vielleicht gab es dafür ja Rationen. Die Axt ist weg, toll. Wir haben Bäume gefällt. So. Ted ist hungrig. Alle sind hungrig. Jemand schlägt gegen die Luke. Sie haben Angst aufzumachen, aber es könnte auch positiv sein, oder? Ja, ich denke, aufmachen ist eine gute Idee, weil sonst sind sie eh tot. Timmy ist weg. Yay. Timmy ist wahnsinnig geworden. Er ist rausgerannt. Fremde am Wasser vorbeigebracht. Aber ich glaube, Ted wird jetzt auch verhungern. Leute in grünen Pyjamas haben an die Luke geklopft. Tollkühne Gesellen. Ja, immer rein damit. Es ist eh nichts mehr zu retten jetzt. Ah, Dolores ist wieder da. Ah, Dolores? Nein, Mary Jane. Ah, Taschenlampe weg, Buch weg. Ah, sie haben ein paar Dinge mitgenommen. Einer unserer Nachbarn hatte ein eigenes Boot, der alte Knacker wohl. Okay, haben einen Blick auf das Boot geworfen und immerhin Wasser gefunden. Aber die Karte ist weg. Sie vermissen den Großonkel Terry, nicht etwa die Mutter oder den Sohn, nein. Tag 35.
Oh, Ted ist verrückt geworden. Der spielt mit einer Socke. Und so bleiben wir ohne Fotos, ohne Neuigkeiten und ohne glückliche Gedanken. Die Welt ist zu grausam. Ted ist verrückt geworden. Er ist verrückt, kann trotzdem nach draußen gehen, denke ich mal. Oh oh. Ich glaube, auch das habe ich mal wieder nicht überlebt. Also, Mary Jane ist gegangen. Ted ist schon zu lange draußen und immer noch nicht zurückgekehrt. Tja. Wir waren nicht zu retten, das ist wirklich schade. Aber... Ah ja, das Spiel ist einfach zu schwer für mich. Tja. Okay, ich bin nicht gemacht für die Apokalypse. Und daher gut, dass es keine gibt. Und das war's jetzt auch für die Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.